Herzlich willkommen wieder in Trogen, meine Damen und Herren. Der Protagonist dieser Kantate für den 19. Sonntag nach Trinitatis. Er beginnt mit einem gewichtigen Ich will. Und er will etwas tragen. Und das ist ein Kreuzstab. Das wird uns interessieren in der Einführung, was das sein könnte, der Kreuzstab. Er will ihn tragen, weil er kommt aus Gottes lieber Hand. Es wird dann von den Plagen noch gesprochen und vom gelobten Land. Der Protagonist, es ist ein Basssänger, es ist eine Solokantate für Bass und Orchester. Er vergleicht das Leben mit einer Schifffahrt. Betrübnis, Kreuz und Not, und das sind Wellen, welche mich bedecken. In der Arie Nummer 3 wird er dann sagen, endlich, endlich kann ich mein Joch ablegen. Und im Rezitativ 4 sogar sagt er, ich stehe fertig und bereit, das Erbe meiner Seligkeit mit Sehnen und Verlangen von Jesus Händen zu empfangen. Und dann den berühmten Choral, den Sie sicher alle kennen, schon vom Titel her, komm, o Tod, du schlafest Bruder. Durch den Roman natürlich von Schneider zu einem Kultstatus gebracht. Aber ich glaube auch schon früher. Eine ganz besondere Kantate. Man spricht von einer der ganz Großartigen. Vielleicht gelingt es uns, Ihnen in dieser Einführung etwas von dieser Großartigkeit beizubringen. Aber Anfang auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn Sie Ihr Arbeitsblatt anschauen, wird Ihnen auffallen, dass da kein Choral bei Alfons zu finden ist, sondern ein Kinderlied. Und zwar klingt es fast nach einem Herbstlied, einen goldenen Wanderstab ich in meinen Händen habe. Warum komme ich auf dieses Lied? Weil Karl Graf hat es mir vor 3 Wochen geschickt, per Scan, und hat gesagt, das habe ich als Sonntagsschüler mit einer unglaublichen Begeisterung gesungen. Und ich habe gedacht, wollen wir doch dieses Lied, das ihn an den Kreuzstab erinnert, miteinander singen. Und zwar würde ich vorschlagen für dich, Karl. Einen goldenen Wanderstab ich in meinen Händen hab, aus dem Himmel ist er her, nach dem Himmel zeiget er. Dieser Stab ist mein Glaube, stark und mächtig stützt er mich, trennt auch Leib und Seele sich, auf ihn trauen und baue ich. Karl, erzähl uns doch vielleicht, wie das war, wahrscheinlich doch vor etwa 70 Jahren. Ja, ein bisschen mehr als 70. Es war wirklich in der Sonntagsschule, so in der 2., 3. Klasse, also das wäre 1942, 43, sangen wir dieses Lied mit Begeisterung. Wahrscheinlich wegen der eingängigen Melodie, aber auch irgendwie wegen des Inhalts. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, aber dieser Wanderstab, so ein richtiger Stecken aus dem Haselstrauch geschnitten. Da kann man hinauswandern in die Welt und hat etwas in der Hand. Und das muss offenbar, dass die Sache mit dem Glauben, muss etwas dran sein, dass man mit dem auf Wanderschaft gehen kann. Es hat dann andere Details noch. In der 2. Strophe, dort ist dann nicht mehr vom Stab die Rede, sondern das, wie heißt, und ein Engel freundlich mild wohne in meiner Seele und der leite mich, wie Gott es will. Und als ich das wieder las, da läutete bereits die Landsgemeindeglocke hier
deiner Gegenwart Gefühl sei mein Engel, der mich leite. Und schließlich besonders schön, das kam mir dann wieder in den Sinn, in der dritten Strophe heißt es, und am Himmel hell und rein steht ein Sternlein, das ist mein. Winkt und lächelt mir mit Lust, füllt mit Wonne meine Brust, dieses Sternlein ist die Hoffnung. Das Lied umfasst die drei Hauptbegriffe Glaube, Liebe, Hoffnung, die der Apostel Paulus aus den wichtigsten Gaben zusammengezählt hat. Das kam mir beim Studium der Kantate wieder in den Sinn aus den tiefen, tiefen Erinnerungen und habe mich eigentlich gefreut, das auch dem Rudi Lutz zu schicken. Wie klingt der Kreuzstab bei Johann Sebastian Bach? Fast etwas Arabisches. Aber Bach benutzt diesen chromatischen Schritt, um sofort von der Tonart wegzugehen. Ich will den Kreuzstab. Ich würde sehr gerne mit Ihnen das singen. Ich will den Kreuzstab. Ein Dreiklang, aber nicht ein Dur-Dreiklang, sondern ein Moll-Dreiklang von der fünften Note aus. Das ist der Grundton, die Terz, die Quint. Ich will den Kreuzstab. Dann hier das, was wir als Arabisch bezeichnen würden, eine sogenannte übermäßige Sekund. Ein sehr klares Zeichen und wir hören, das ist nicht unbedingt ein gemütlicher, aber ein ganz klarer Kreuzstab. Er durchschreitet die Oktave. Nachher heißt's. Gerne tragen. Ist das gerne? Sie hören viele Seufzer. Das heißt, es wird eine Last sein. Wir hatten von Pein gesprochen. Das kommt ja dann nachher. Und ich denke, es ist die Last des Lebens, das dargestellt wird. Hören Sie die anderen Stimmen. Ich kann es Ihnen schnell zeigen. Auf dem Blatt, meinem Arbeitsblatt, bei Buchstabe B. Zuerst sehen Sie schön in der Mitte mit den runden Noten. Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Das ist die Eins. Auf der rechten Seite finden Sie diesen übermäßigen Schritt mit den Seufzern. Aber dazu kommt noch eine andere Stimme, die macht Folgendes. Das ist die 2, die habe ich mit Dreiecklein dargestellt. Eine sehr sinnliche Terz. Jetzt die Seufzer. Tiram, 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 tiri. Dazu die Nummer 3. Das ist die erste Violine, die am Anfang dann spielt. Synkope mit einem vermittelten Septakkord. Was ich so eindrücklich finde, die Simplizität, the simplicity, würde ich es auf Englisch sagen, der Themen und wie sie alle zusammengehen. Es ist kontrapunktig vom Besten, aber so, dass man die Arbeit nicht spürt. Und ich denke, ein guter Kontrapunkt, wo man schaut, dass die einzelnen Stimmen da so schön zusammenkommen und das muss stimmen und so fürchterlich kompliziert, wenn man diese Arbeit sieht, dann kann ein Kontrapunkt quälend sein. Wenn Sie doch einmal den Anfang hören. Die zweiten Violinen plus die zweite Oboe spielt das Thema. Jetzt die ersten Stimmen. Das Nadelöhr. Jetzt die Bassstimmen.
man hat ein brahmsches Gefühl. Auch die Epik, die epische Breite des Stückes erinnert mich immer wieder an Brahms. Es hat aber noch mehr Elemente in diesem Stück. Das heißt, ich würde vorschlagen, Karl, sag doch du uns zwischendrin einiges von deinen Recherchen über den Begriff des Kreuzstabes. Ja, es geht um das Kreuz, ein Symbol mit sehr vielfacher Bedeutung. Zunächst natürlich klar, es ist das Marterholz, an dem Jesus gekreuzigt worden ist und starb. Aber dann kann Kreuz auch eine Zusammenfassung sein, gleichsam für das ganze Werk Jesu, wenn zum Beispiel der Apostel Paulus spricht, das Wort vom Kreuz, meint er die ganze Botschaft und das ganze Wirken Jesu. Dann kann es aber auch heißen, das Leiden, das die Christen betrifft, wenn sie ihrem gekreuzigten Herrn nachfolgen. Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Der Dichter dieser Kantate verwendet den Ausdruck Kreuzstab. Wir müssen uns da einen langen, also mannshohen Stab mindestens vorstellen, mit einem kurzen Querbalken, der bei verschiedenen Gelegenheiten zu Prozessionen getragen wurde, eben zum Zeichen, wir sind Pilger auf der Wanderschaft unseres Lebens und gehen dem Willen Christi nach und tragen unser Kreuz. Wenn man bei Google eingibt Kreuzstab, dann landet man sofort beim Kreuzstab des Papstes und kann dann feststellen, dass es verschiedene Sorten Kreuzstäbe gibt, ganz einfache, schlichte oder dann ganz kostbare, teure, luxuriöse. Und die liebe Gemeinde darf dann sich ihre Gedanken machen dazu, was das nun für den Inhaber wohl bedeutet, welchen Stab er bevorzugt. Nun, die Geschichte damals, die Theologen haben aber weiter nachgedacht, zurück ins Alte Testament, woher dieser Ausdruck kommen könnte. Der Theologe Olearius, der zur Zeit Bachs so der maßgebende Theologe war und Johann Sebastian Bach auch von ihm konsultiert wurde, weist hin zum Beispiel auf das Gespräch Jesu mit Nikodemus. Und dort heißt es, dass Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das bezieht sich auf eine ganz merkwürdige Geschichte aus dem Alten Testament. Bei dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, die Wanderung durch die Wüste, da war das Volk wieder mal ungehorsam und da sei eine Schlangenplage gekommen und die Leute hätten sich ihrer nicht mehr erwehren können und dann habe Mose auf einer Stange eine Schlange montieren sollen und gesagt, wer nun von seinen quälenden Biestern wegschaut, hin auf dieses quasi Kreuz, der wird gerettet. Eine Geschichte, die ich übrigens auch schon seit der Sonntagsschule kenne und mich immer noch fasziniert. Wer wegschaut von seinen Qualen hin aufs Kreuz, der wird gerettet. Dann hat man gesagt, ja, Mose, natürlich, der hatte doch seinen Stab, mit dem er Wasser aus den Felsen schlug, mit dem er die Wogen des Roten Meeres teilte und das Volk in die Freiheit hinausführte. Das, um dies geht es doch. Oder schließlich hat man auch den Stecken und Stab erwähnt aus dem 23. Psalm vom guten Hirten, der uns eben auf den rechten Weg führt. Übrigens, wenn ihr euch an das halte, wie es Johann Sebastian Bach meint, er meint, es geht um das Christuskreuz. Und er hat Christuskreuz so geschrieben, mit einem griechischen Chi, das ist ein Buchstabe wie ein großes X, dann Bindestrich Kreuz. Christuskreuz. Um das geht es. Ich möchte noch auf einige Stellen dieses großen
ersten Satzes hinweisen. Er ist besetzt für Streichorchester und die oberen drei Stimmen werden je durch eine Oboe 1, eine 2 und eine sogenannte Dai, eine in der Mitte sich befindende, ähnlich der Oboe da Caccia, ein F-Instrument, sogenannt kollabartisiert, das heißt gefärbt. Und die Bassstimme natürlich wie gewöhnlich mit dem Fagott. Wir haben also die Holzbläser, die die gleichen Stimmen spielen. Es gibt einen sehr kupferigen, schönen, runden, weichen Klang. Nun, wenn Sie zum Beispiel beim Arbeitsblatt den Buchstaben C noch aufschlagen, ich hatte vorhin das Wort Nadelöhr in die Runde geworfen. Hier sehen Sie das Nadelöhr. Cäsar. Wenn Sie diesen Klängen nachhorchen. Romantik könnte hier dann entstehen. Bach zeigt hier natürlich wiederum eines der Passionszeichen. Dann kommt aber die Textstelle, da heißt es, ich will den Kreuzstab gerne tragen, denn er kömmt von Gottes lieber Hand. Wenn Sie achten, wie die Musik bei Erklingen dieser Worte in ein liebliches Dur wechselt. Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Er kömmt von Gottes lieber Hand. Die Seufzer werden umfunktioniert und dadurch, dass Bach sozusagen wie eine Art von unsichtbarer Schraube löst, geht die gleiche Musik über in eine ganz andere Atmosphäre. Es ist hier aufs Allerschönste geglückt. Dann kommt der Moment des gelobten Landes. Wenn Sie an das Lied denken, Deep River, my home is over Jordan, Deep River. Wenn er nach Hause will über den Jordan, habe ich diese Qualität in der Bachschen Musik gehört. Hören Sie doch diesen Aufgang. Der führet mich nach meinen Plagen zu Gott in das gelobte Land. Er führet mich hier die Plagen durch das Nadelöhr. Haben Sie diese Öffnung gehört, wie diese Musik aufgeht? Diese Breite, da bin ich erinnert an die großen symphonischen Werke, die viele, viele Jahre später dann kommen, wenn Sie die Entwicklung in einer Brahms-Symphonie sich vergegenwärtigen, ist in einem solchen Stück drin. Und dann Dora. Buchstabe Dora, finden Sie einen Anhang, eine sogenannte Coda. Sie hören die Seufzer. Und wenn ich das jetzt ein bisschen anders spiele, da ist die ganze Süße der Salonmusik drin. Für was möchte Bach diese Süße bringen? Er bringt hier die Triolen ins Spiel. Da lieg ich den Kummer auf einmal ins Grab. Da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst ab. Das Abwischen der Tränen, die der Mühseligen und Beladenen. Und dann hat er diese Figur. Da wischt mir die Tränen, mein Heiland stellt's ab.
Ich könnte die Musik so weiterführen. Da wisch mir die Tränen, mein Heiland, selbst ab. Doch die gleiche Weichheit. Ich denke, hier begegnen wir diesem Phänomen, das ich bei Bach immer wieder entdeckt habe und das mich je länger, je mehr interessiert. Wenn es um Jesus geht, bekommt die Musik einen ganz intimen, persönlichen Charakter. Wir haben ja Klaus Mertens bei uns. Er wird diese Kantate heute Abend zweimal singen. Er hat sie intensiv mit uns geprobt. Es ist nicht das erste Mal, dass du, Klaus, dieses Stück zur Aufführung gebracht hast. Wir haben jetzt viel theoretisiert und erzählt über dieses Stück. Und eine erste Frage an dich, du hast dich ja bereit erklärt, mitzuwirken, ist nämlich, was haben wir da erzählt? War das vernünftig? Würdest du andere Akzente setzen? Und vor allem, wie siehst du es mit dem Kreuzstab? Also zunächst einmal möchte ich sagen, das war gar nicht schlecht, was ihr bisher von euch gegeben habt. Um nicht zu sagen, exzellent. Wir begreifen sofort, worum es inhaltlich geht und musikalisch bei diesem einzigartig wunderbaren Werk, das ich ja für mein Leben gerne singe, aber viel weniger erst interpretieren durfte, als du vermutest. Rudi meinte, das hast du bestimmt hunderte Male gesungen gestern, als wir uns begegneten. Ich musste gleich korrigieren, sicher nicht. So oft kommt dieses Werk gar nicht, weil es nicht in Konzertprogramme passt, weil viele nichts recht damit anzufangen wissen. Es wirkt auf den ersten Blick von der Thematik Kreuzstab ein bisschen spröde und vielleicht erschreckend. Und da lassen wir lieber mal die Finger und die Stimme davon, die Instrumente erst recht. Dutzende Male ja, und jedes Mal bleibt es ein Traum für einen Basssänger, dieses Werk interpretieren zu dürfen. Und ich bin wirklich der Bach-Stiftung sehr dankbar und dir, lieber Rudi, dass ich eingeladen wurde, dieses wunderbare Werk mit euch gemeinsam musizieren zu dürfen. Für mich ist es nicht nur musikalisch ein absolutes Highlight, sehr eingängig für den Hörer wie für die Mitwirkenden. Ich habe auch bei den Proben gemerkt, dass jeder der Musiker mit wirklich Herzblut und mit allen Fasern dabei ist, schon bei den Proben und beglückt eigentlich ist von dieser wunderbaren Musik. Jeder gibt hier sein Bestes. Wir haben ein wunderbares Ensemble zur Verfügung, brauchen dieses Mal so gut wie keinen Chor. Das ist auch mal eine besondere Situation. Einen exzellenten Leiter ohnehin. Über dieses Musikalische hinaus spricht mich als Mensch dieses Werk ganz besonders auch an. Während der Gesamteinspielung, die bis 2003 ging, hatte ich ja Gelegenheit, alle Kantaten kennenzulernen. Und ich muss bekennen, wir haben kein schlechtes Werk von Bach gefunden oder ein ausgesprochen schwaches Werk. Gibt es bei ihm einfach nicht. Bei Zeitgenossen des JSB durchaus. In Klammern gesprochen, auch Telemann hat sich mit dieser Thematik beschäftigt. Er nennt seine Kantate allerdings »Ich will den Kreuzweg gerne gehen«, aber mit Sicherheit bezugnehmend auf dieses große Bachwerk. Also ein schwaches Werk im Kantatenzyklus war nicht in Sicht, aber immer wieder Kantaten und Werke, die in besonderer Weise herausragten. Und dazu zählt unbedingt auch diese Kantate. Die spricht mich als Sänger sofort an. Wie gesagt, das ist für jeden, das muss für jeden Basssänger ein Traum sein, die interpretieren zu dürfen. Aber auch als Mensch spricht sie mich an. Und vor meinem christlichen Hintergrund, ganz stark. Und was das ist, könnte ich in einen ganz knappen Satz zusammenfassen. Es ist von Kreuzstab, Kreuzweg die Rede. Das wurde ja theologisch auch wunderbar schon ausgedeutet eben. Es bleibt aber nicht dabei stehen. Es ist nicht das Ende angedeutet mit Kreuz und Tod, sondern in jedem Satz folgt Tröstliches, auch im Rezitativ, wenn das Leben verglichen wird mit Wellengang, mit den Unwägbarkeiten des Meeres und den hohen Wellen, die vielleicht manchmal über uns hinwegschlagen. Am Ende ist vom Ziel, vom Himmel, von der Belohnung die Rede, vom gütigen Gott.
ganz zu schweigen mal von diesem unendlich schönen Choral, der hier ans Ende gestellt wurde, wo der Tod schlicht als Bruder des Schlafes gesehen wird. Was wollen wir denn mehr? Wenn das so ist, dann können wir ja getrost auch dem Tod entgegensehen. Also mich spricht das alles total an und hoffe natürlich, dass ich mit meiner Interpretation, mit meiner Umsetzung, mehr können wir als Sänger, als Musiker ja nicht tun. Wir sind ja nur Mittler, die versuchen, die Zuhörer zu berühren, mit meiner Umsetzung und Interpretation also zu berühren und ein wenig davon zum Ausdruck zu bringen. Wir werden sehen. Ich darf vielleicht noch sagen, dass natürlich, auch wenn man schon viel Bach in seinem Leben singen durfte, der Respekt vor seinen Werken ewig bleibt und die Achtung eigentlich mit den Jahren wächst. Die Verantwortung auch, die damit verbunden ist, und das, was man alles in den Kreuzstab, den ganz persönlichen, den Kreuzweg auch mit hineinpackt, die persönliche Erfahrung natürlich zunimmt, immer größer wird und man wird es möglicherweise in der Interpretation hören. Dieses Werk, dargeboten von einem 25-jährigen Gesangsstudenten, wird sich gewiss anders anhören als von einem dann, wir sagten so schön, Früh-60er bei den Proben. Ja? Das muss einfach, das geht nicht anders. Eine kleine Geschichte in dem Zusammenhang noch. Ich war eingeladen, im August einen sogenannten Meisterkurs Gesang in Tübingen zu halten. Es kamen 10 wunderbare Studenten, die wollten vor allem sich auch mit Bach und der Bach-Familie beschäftigen. Also das passte alles perfekt. Am Ende standen 3 Konzerte, die mit diesen jungen Leuten zu bestücken waren. Und unter anderem war vorgesehen eine Bass-Solo-Kantate. In diesem Fall war es diese andere wunderbare 82, Ich habe genungen. Auch so etwas Wunderschönes. Es war vorgesehen, dass einer der Studenten im Abschlusskonzert diese Kantate alleine vortragen sollte. Bei den Arbeiten daran, den Proben dazu, wurde aber sehr schnell deutlich, es ist gar nicht möglich. Also das ist, glaube ich, etwas sehr Schweres. So eine Bass- oder eine Bach-Solo-Kantate, gilt für Sopran genauso, komplett herüberzubringen, heutzutage. Und die Studenten, die zum Teil sehr schönes Material mitbrachten und auch gutwillig waren, auch informiert, sprachen an, ich bin mental noch nicht so weit, dass ich das singen kann. Im Endeffekt wurde die Kantate aufgeführt, sehr schön auch, aber von 3 Basssängern. 3 Sätze, 3 Basssänger. Das ist auch die Wirklichkeit. Wir möchten nun diese von dir, Klaus, angesprochenen Wege nachschreiten und kommen zum Rezitativ Nummer 2. Es fängt ja an, mein Wandel auf der Welt ist einer Schifffahrt gleich. Wie kommt der Dichter dazu? Denn die Kantate muss ja mit der Geschichte von der Heilung des Gelähmten irgendwie zusammenpassen. Aber es heißt dort nämlich, dass von Jesus, er sei in ein Schiff gestiegen, fuhr hinüber und kam in seine Stadt, gemeint ist Kapernaum. Und das hat den Dichter nun veranlasst, das ganze Leben mit der Schifffahrt zu vergleichen, und zwar in der Weise, diese Fahrt führt dem Himmelreich entgegen. Es ist vom Anker die Rede, ein anderes Symbol übrigens auch, ein Symbol für die Hoffnung. Es ist davon die Rede, von der Barmherzigkeit Gottes, die den nicht im Stich lässt, der ihm vertraut. Die Wellen sind sanft. Ein Cello spielt. Im Grunde genommen ist es ein Arpeggiando, eine harfenartige Dreiklangsbrechung, das dem Continuo der Orgel entspricht, mit diesem pulsierenden Achtel und der Singer dazu. Mein Wandel auf der Welt ist einer Schifffahrt gleich. Wenn die Betrübnis kommt, das Kreuz
wieder einmal mehr, immer wieder der gleiche Akkord, aber nie langweilig, da bewundere ich Bach. Die Wellen, Wellen, welche mich, jedes Detail zum Nachhorchen. Und dann kommt er an, und wenn das Wüten volle Schäumen, und wenn das Wüten volle Schäumen ein Ende hat. Ich meine, ich habe immer bei dieser Stelle gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so ein wütendes Schäumen. Da könnte das Cello. Anscheinend ist hier ein ganz anderes Bild von Bach gemeint. Man schaut es aus der Distanz an. Hier aber endet das Cello und dann tritt er aus dem Schiff. So tritt ich aus dem Schiff in meine Stadt, die ist das Himmelreich, wohin ich mit den Frommen. Und jetzt kommt diese Stelle aus vieler Trübsal wieder kommen. Eine unerhörte Modulation. Ich denke, wir hören sie uns nochmals an. Wohin ich mit den Frommen aus vieler Trübsal wäre kommen. Und dann die Antwort. Endlich, endlich wird mein Joch. Eine Oboe, ein Basssänger und ein Continuo mit diesem. Sehnsuchtsvolle. Ganz am Schluss dann den Hochton C erreicht. Was soll hier endlich passieren? Es soll endlich das Joch, das der Glaubende zu tragen hat, abgenommen werden. Wir sehen im Hintergrund nämlich nun doch die Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Denn es wird sich da erfüllen, was im Jesaja-Buch steht und hier fast wörtlich zitiert ist: Die auf den Herrn harren, empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern, dass sie laufen und nicht ermatten, dass sie wandeln und nicht müde werden. Mir scheint, das könnte ein Bild sein für den Gelähmten, der jetzt geheilt worden ist. Es sind ihm seine Sünden vergeben worden. Ein neues Leben fängt für ihn an. Und dann scheint mir das auch dieserseits wieder wie eine Vorschau zu sein auf das, was nachher kommt, wenn die Lebensfahrt dann endgültig zu Ende geht, wenn es ans Sterben geht, dass wir dann eben diese Menschen sind, so erfüllt von Kraft und in einem ganz anderen neuen Leben in der Ewigkeit, wo alle Schwachheit und Vergänglichkeit des Menschen hier vorüber ist. Ein hübsches kleines Detail noch, dieses Hoffen und hoffentlich kommt's bald darstellt. In der Mitte des A-Teiles haben wir Folgendes. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen. Sie haben gehört, ein erstes Mal und ein zweites Mal einen Ton höher, eine sogenannte Gradatio als rhetorische Figur. Ich wiederhole etwas, aber ich steigere. Aber das Sehnen und Hoffen ist dargestellt durch das Verharren auf dem Akkord. Hören Sie nochmals. Und jetzt endlich, und jetzt kommt wieder, komm doch endlich. Bitte, 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 ich möchte meine Glasse haben jetzt. Und jetzt kommt sie. Endlich. Ich verharre auf einer Stufe, auf einer Dominante und kann so die Spannung aufbauen. Auch hier wieder jedes Detail gekonnt.
und sehr schön eingepackt. Wenn wir zur Nummer 4 kommen, da singt der Basssänger Folgendes, auf einem stehenden Akkord, wie ein Jesuswort aus der Matthäus-Passion. Ich stehe fertig und bereit, das Erbe meiner Seligkeit mit Sehnen und Verlangen von Jesu Händen zu empfangen. Bestätigung. Und jetzt? Wie wohl. Diesen Akkord nochmals. Kadenz. Das auch hier wieder. Man hat den Eindruck, der sterbende Mensch merkt, jetzt kann ich dann abgeben. Jetzt ist es soweit, ich kann dann übergeben. Und dann vielleicht etwas vom Erstaunlichsten, dass nachher, wenn er den Port der Ruhe gesehen hat, nämlich: Denn ich den Port der Ruhe wiedersehen. Die Seufzer: Da leg ich den Kummer auf einmal ins Grab. Und sagen wir, haben wir das nicht schon gehört? Sie haben recht gehört. Es ist der Schluss der Nummer 1. Und das finde ich schon sehr erstaunlich, dass Bach hier, wir wissen nicht, ob es er war, ob es der Textdichter war, quasi eine Stelle aus der gleichen Kantate wieder zitiert. Wie würdest du das, Karl, interpretieren? Auch wie siehst du diesen letzten Text vor dem Choral? Ja, es gibt Dinge, die man halt immer wieder sagen muss. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Und es gibt offenbar auch, bei den Liedern könnte das so sein, und dass Bach jetzt gemeint hat, das muss irgendwie noch unterstrichen werden, bestätigt und besiegelt sein, darauf kann man sich verlassen. Habt ihr es hoffentlich verstanden? Ja. Der Schluss, nachdem der Sänger seine große letzte Koloratur auf Tränen gesungen hat. Tränen, mein Heiland selbst C-Dur. Ich muss immer an Brahms erste Sinfonie denken, hat dieses C-Moll mit diesem Orgelpunkt. Und dann der Choral. Wollen wir ihn miteinander singen? Friedrich, oben finden Sie jeweils die ersten Verse, unten die Wiederholung. Es mag, wer da will, dich scheuen, wird auch wiederholt. Du kannst mich viel mehr erfreuen, denn durch dich komme ich herein. Beginn mit einer Pause. Löw, komm, O Tod, du schlafest, Bruder. Probieren wir doch gleich nochmals. Komm, O Tod, du schlafest, Bruder. Komm und führe mich nur fort. Ein Choral, der auf die verschiedenste Art und Weise interpretiert werden kann.
Wir machen es mit 4 Sängerinnen und Sängern. Sehr tiefe, sehr schlichte Sopranstimme, sehr einfache Harmonisierung. Wenn Sie Karl Richter hören würden mit dem großen Chor, erschütternd, großartig, wie der Schluss der Johannespassion. Karl, wie siehst du diesen Schlusschoral? Ich finde ihn vor allem also sehr tröstlich. Das ist ein Meisterwerk, nur schon die Auswahl gerade dieser Strophe. Sie stammt von Johann Frank, dem Dichter, von dem wir das Lied Jesu meine Freude kennen. Also, es zieht hin auf den Schluss. Mit einem Ausdruck aus der griechischen Mythologie nennt er den Tod des Schlafes Bruder. Dort sind die Brüder Thanatos und Hypnos. Tod und Schlaf sind Söhne der Nyx, der Nacht. Aber er verlässt dann dieses griechische Denken. Der Tod bringt das Schifflein, das Lebensschifflein in den sicheren Hafen und nimmt dem Seefahrer das Ruder aus der Hand. Denn es ist ausgerudert. Der Kampf um Sturm und Wellen ist ausgestanden. Das Ziel ist erreicht. Und wie einst die Weisen aus dem Morgenland sehr hoch erfreut in das Haus hineingingen, zu Jesus, wo sie das Kindlein fanden, so gelangt auch der Pilger mit dem Kreuzstab zu Jesus, dem Erlöser. Jesulein wird in der Sprache des Barock nicht nur das Jesuskind in der Krippe genannt, sondern ganz allgemein der geliebte Christus. Es besteht kein Anlass, sich vor dem Tod zu fürchten, denn er führt uns zu Christus. Ich finde das etwas vom Tröstlichsten, das ich aus den Kantaten bisher jetzt erlebt habe. Vielleicht hängt das auch mit meinem inzwischen nicht mehr so ganz jugendlichen Alter zusammen. Hier schließt unsere Einführung. Aber sie soll noch eine kleine Coda bekommen. Ich habe nämlich dich, Klaus, gefragt, was würdest du antworten auf die Frage, wie hat sich im Verlauf deines Lebens diese Kantate verändert? Die Kantate ist ja Gott sei Dank gleich geblieben. Diese Musik kann man nicht steigern, aber der Blick auf dieses Werk ändert sich natürlich mit den Jahren, die Interpretation dadurch auch, einfach gebunden an den Kreuzstab, den jeder für sich mit sich herumträgt, was er alles in seiner ganzen Individualität mit dieser Musik verbindet, spiegelt sich natürlich auch bei der Interpretation wieder. So habe ich nicht umsonst gewartet, bis ich 30 Jahre war, um erstmals Mendelssohns Elias zu singen. Diese Figur habe ich mir vorher einfach nicht zugetraut. Das wäre zu früh gewesen. Und ähnlich verhält es sich mit einem so viel kompakteren, aber wertvollen Werk wie dieser Solokantate, der sogenannten Kreuzstabkantate. Vielleicht hört der eine oder andere von meinem Kreuzstab auch während des Musizierens etwas heraus. Die Musik ist derart eingängig, dass mit Sicherheit auch jeder von Ihnen eigene Erfahrung aus dem eigenen Leben hineinpacken wird und dort wohl aufgehoben weiß und vielleicht ganz getröstet am Ende mit gedanklich in diesen wunderschönen Choral einstimmt. Dieses Werk wird auch mit großen modernen Orchestern musiziert. Ich hatte Gelegenheit, es mit den Münchner Philharmonikern zu machen, bin im nächsten Februar gefragt, es in der Tonhalle mit dem Tonhalleorchester zu machen. Und das Erstaunliche ist, auch das geht. Es ist ein großer Raum für 2000, 2500 Menschen. Es ist atmosphärisch nichts los. Wir werden überhaupt nicht so verwöhnt wie in diesem wunderbaren Raum hier. Und doch ist es möglich, mit Bachs Musik
diese Inhalte auch in einem modernen Konzertsaal zu transportieren und mit historisch informierten Musikern, modernen Instrumenten, die aber auch in diesem Fall ihr Herzblut in diese Musik wählen und sich beim Orchestermanager gemeldet haben, jawohl, ich möchte nicht an diesem Tag, wenn Bach musiziert wird, Pause haben, wie viele andere, sondern ich möchte ganz bewusst dieses Werk mitspielen, als Bratsche, als Violinist, als Oboist. Auch dann klingt diese Musik wunderbar. Hier werden wir natürlich verwöhnt mit diesem Umfeld, mit diesen wunderbaren Musikern und auch durch dich, Rudi, das muss ich sagen. Schlusswort doch noch sagen. Und durch ein solches Publikum, das mit einer solcher Intensität lauscht. Ganz herzlichen Dank.